guckt euch das Ufer mal hier an. Oben Gras, also das ist im Sommer auch grün. Und dann so gelbe Steine und dann schwarze Steine. Muss ich hier mal lang gehen auf diesen Steinen, so dass ich hier nicht mit den Füßen dazwischen komme. Sonst kann man sich die Füße ganz schön verstauchen. So, jetzt gehe ich rüber auf die schwarzen Steine. Und hier unten liegen ganz viele Muscheln im Sand. Hier, das sind alles Muscheln. Oh, da habe ich irgendwelche Vögel aufgescheucht. Der Sand ist hier schön fest, hier kann man drauf gehen. Und ganz viele, guckt euch das mal an. Die sind ziemlich groß, manche von denen sind ganz schön groß, von den Muscheln. Und hier liegen noch ganz viele Muscheln. Also wer Muscheln sammelt, der könnte sich hier welche einsammeln. Ich habe schon eine ganze Menge. Ich brauche keine mehr. Die Flut ist hier am Kommen jetzt. Sehr schön, so im Sonnenschein. Wir haben jetzt Februarmonat, Mitte Februar. Und wir sind zum ersten Mal in diesem Jahr an der Nordsee. Wir fahren immer mehrere Mal an der Nordsee, mehrere Mal im Jahr. Und wir brauchen auch weiter nichts, weil es uns hier am allerbesten gefällt. Zumindest mir. Weil hier immer Ebbe und Flut ist und sich immer das Ufer wechselt, wenn man so am Strand entlang fährt. Das ist immer was anderes. Man sieht immer so diese Abwechslung von der Landschaft. Und das ist so schön und so interessant. Und ich brauche weiter nichts. Ich muss nicht mit dem Flugzeug durch die Gegend fliegen, um irgendwo ans Meer zu kommen. Hier ist es nicht weit von uns. Und dann können wir hier rüberfahren, ein paar Tage hier verbringen und wieder nach Hause. Jetzt muss ich wieder weitergehen, sonst kriege ich nasse Füße. Wir sind in Wilhelmshaven auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke, fahren jetzt mit den Fahrrädern hier rüber. So leer habe ich die noch nie gesehen. Keine Menschen, keine Autos.